Hey du, es ist jetzt Schlafenszeit. Und ich weiß, es ist nicht so einfach einzuschlafen. Deshalb werde ich versuchen, dir zu helfen. Du brauchst erst einmal richtig schönes, gemütliches Kissen. Sehr schön, genau. Einfach den Kopf drauf. Genau, lehn dich einfach nach hinten und entspann dich. Ich kümmere mich jetzt ein bisschen um dein Gesicht. Also, abgeschminkt bist du schon, aber wir könnten noch ein bisschen pflegen. Und ich hoffe, dass es entspannt und dass du dann besser einschlafen kannst, okay? Super. Feuchtigkeitstuch, aber ich möchte darauf noch ein paar Öle tröpfeln und dann so in dein Gesicht einfach ein bisschen einreiben, ein bisschen massieren. Okay. So, das hier ist zum Beispiel Gesichtsöl, Hanfgesichtsöl. Das ist Arganöl. Das tropfe ich jetzt mal ein bisschen auf. Etwas auf dein Gesicht aufgetropft. Genauso. Dann haben wir da auch schon ein paar Tröpfchen. Genau, und jetzt. Whew.
manchmal sind es ganz wenige Stressfäden. Und manchmal sind es viele. Aber das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Es kommt auch auf die Phase an. Es kommt auch auf das Alter an. Es kommt auf die Lebensumstände an. Aber ja, das haben wir alle gemeinsam. Ne? Wir haben alle Stress. Und deshalb bin ich persönlich dankbar dafür, dass es viele Methoden gibt, um zu entspannen und davon etwas loszuwerden bei dem Stress. Was ich auch sehr gerne mache, ist, ich mache das bei mir gerne, aber auch bei Angehörigen, bei Freunden, Familie. Ohrmassage, das ist so gut. Ich nehme noch ein bisschen was von Aloe Vera. Und massiere jetzt zum Ende. Und ich hoffe, dass du ein wenig entspannen kannst.